Morgen. Wie geht's dir? Morgen. Eigentlich ganz gut. Ach, aber meine Augen sind schlimmer geworden. Jetzt jucken beide. Ich habe schon die ganze Nacht reiben müssen. Im Spiegel waren sie richtig rot. Wie sind sie jetzt? Ja, ziemlich. Mir rinnen die Tränen runter. Und wenn ich ins Licht gucke, dann sehe ich schon wieder nur schwarz. So wie gestern? Ja, fast, aber ein bisschen anders. Ich habe mir dann die Augen ausgewaschen, dann war es viel besser und jetzt kommt's wieder. Vielleicht gibst du mir diese Euphrasia-Tropfen, die haben immer ganz gut geholfen. Ich meine, ich bin ja auf meine Augen angewiesen, wir wollen ja bald losfahren. Morgen. Morgen. Ich wollte dir nur schnell das Buch vorbeibringen, das ich mir vor 3 Wochen ausgepackt habe. Danke. Gerne. Hast Glück, dass du uns überhaupt noch triffst. Wir wollten eigentlich gleich wegfahren. Was? Wegfahren? Geht's dir schon wieder besser? Mir geht's ganz gut. Wieso besser? Erinnerst du dich nicht mehr? Beim Wandern, als du mir das Buch gepackt hast vor 3 Wochen. Ach. Da war dir auf einmal schwindelig, du wurdest blass. Geschwitzt hast du, dein Puls hat gerast und kurz bevor ich mich umgedreht habe, bist du einfach umgefallen, auf die Schulter drauf und auf deinen Hinterkopf. Was? Davon weiß ich gar nichts. Warum erzählst du mir sowas nicht? Ja, weil ich doch weiß, wie du dich dann wieder aufregst. Es ist ja gar nichts passiert. Mein Kopf hat ein bisschen gebrummt, ich hatte eine Beule. Ich war nicht mal bewusstlos. Naja, also ich sehe das anders, ja? Du hast minutenlang keine Antwort gegeben. Ja, aber ich habe alles gehört. Ich stand vielleicht mal kurz unter Schock, aber auf dem Heimweg war doch schon wieder alles in Ordnung, oder nicht? Naja, ich meine, jetzt im Nachhinein kann ich es dir ja sagen. Ne? Also ich meine, wenn du nicht mein Freund gewesen wärst, ja, oder bist, dann wäre ich nicht mit dir mitgefahren. Und vor allem fahren hätte ich dich schon gar nicht lassen. Ich meine, mir kam vor, als kennst du überhaupt keine Rechtsregeln. Was willst du denn damit sagen? Ja, so wie ich es sage, ich hatte das Gefühl, dass du auf der rechten Seite nichts siehst. Über deine schwarzen Flecken hast du dich auch beklagt und erbrochen hast du dich auch. Ja, du weißt doch ganz genau, ich habe mich schon mal erbrochen auf der Strecke. Das sind halt so viele Kurven ins Tal, mir wird halt schlecht. Entschuldigung, dass ich das vorhin vor deiner Frau gesagt habe. Ich mache mir halt einfach Sorgen, okay? Und außerdem bin ich nicht ganz ohne Grund hier. Deine Frau hat mich angerufen und gesagt, dass du wieder Augenprobleme hast. Magst nicht vielleicht vorher zum Arzt gehen, bevor er auf Urlaub fährt? Hm? Denk an das Risiko. Ja, was soll ich denn dem Arzt sagen? Dass mir vor 3 Wochen übel geworden ist, ich hingefallen bin und Sternchen gesehen habe oder wie du sagst, gar nichts gesehen habe. Dass ich jetzt meine Augenentzündung wieder habe, die ich fast immer um diese Jahreszeit habe. Oder mein Herzklopfen mehr geworden ist. Hä? Ich meine nur, dass soll ich ihm sagen, dass ich gestern auf einem Auge mal kurz nichts gesehen habe, aber heute ist wieder alles ganz normal. Ich weiß doch ganz genau, was der zu mir sagt. Ja, und da kommt's jetzt erst zu mir. Sie müssen ja direkt in die Augenklinik, oder? Wir müssen jetzt erstmal abwarten. Dann wird er mich fragen, ob ich meine Medikamente genommen habe. Und bei diesem blöden Thrombotest wird die Makoma-Einstellung wieder nicht stimmen. Dann macht sich meine Frau wieder Sorgen wegen irgendwelchen Gehirnblutungen und. Mein Gott. Die blöden Kopfschmerzen habe ich auch noch. Meine Migräne halt nur ein bisschen schlimmer als sonst. Und Schulternschmerzen. Wieder auf der rechten Seite, da wo du hingefallen bist. Nein, auf beiden Seiten. Richtig unangenehm. Aber weißt du, ich glaube, es sind nur Kleinigkeiten. Ich muss mich jetzt einfach mal ein bisschen zusammenreißen, in Urlaub fahren, mich ordentlich entspannen. Und wenn ich wieder heimkomme, ist das alles weg. Ja. Gut. So, machen wir's. Hey. Danke. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Also, ciao. Ciao. Wie ist das denn passiert? Ich weiß auch nicht, auf einmal lag sie unten. Hast du nichts gesehen oder vorbeigegriffen? Seht ihr doch sonst nicht. Du bist doch sonst nicht so ungeschickt.
Ja, ich weiß, es war der rechte Arm, wo dir Reinhard erzählt hat, dass ich gegen den Baum gestolpert bin. Tut er dir weh? Nein, ich weiß auch nicht. Ich hatte auf einmal keine Kraft mehr, ich konnte die Tasse nicht halten. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Also das mit der Kraft meine ich. Also entschuldige mal bitte, jetzt gehst du aber zum Arzt und zwar sofort, ich bitte dich.